So, mein Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Neues bei Baro. Baro Kitty ist wieder da, diesmal auf Merkur. Und er hat uns ein paar schicke Sachen, wirklich schicke Sachen mitgebracht. Zunächst einmal ganz neu die Anmeldemusik Lotus Eaters. Heißt, man kann auch im Orbiter jetzt über seinen Soma-Chord entsprechend die Anmeldemusik spielen. Ist ganz nett, kann man sich holen, wenn man möchte. Dann haben wir den Prime-Mod Cleverer Schachzug für die Pistole. Mehr Crit-Chance sollte man mitnehmen. Ist ein sehr, sehr guter Mod. Dann haben wir Primed Munition Umwandler Pistole und Primed Munition Umwandler Gewehr. Das ist so, brauchen wir eigentlich nicht. Munitionsumwandler kriegen wir normalerweise besser durch die vigilanten Vorräte. Die geben zusätzlich noch einen Crit-Bonus. Deswegen, beide Mods sind nicht wirklich gut, braucht man nicht. Dann haben wir den Rakta Syandaner. Syandaner. Und ja, ist ganz nett, aber sehr simpel gehalten. Dann haben wir die Prisma Tetra. Keine besonders gute Waffe. Inzwischen haben wir sogar eine Tenet-Variante der Tetra. Für die 3000 Mastery-Punkte würde ich sie aber mitnehmen. Dann haben wir das Ketir-Tribut. Eine Glyphe, also ein Profilbild von dem Symbol von Baro Ketir. Dann Schulterplatten Ketir Horos. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das in letzter Zeit schon ein paar Mal hatten. Ja, die Brustplatte ist ganz schick, meiner Meinung nach. Der Rest ist mehr so, ja, Medium. Dann haben wir das Siegel Rudelführer. Auch hier wieder ein Siegel, das wir uns auf die Brust klatschen können. In Form eines Kublaus. Konnte man hier jetzt nicht ganz so gut sehen. Und Sterblichkeitsskin Mirage ist halt ein anderes Muster. Wir haben hier so ein anderes Muster auf den normalen Mirage-Skin. Aber ist normalerweise nicht 550 Dukaten wert. Deswegen kann ich nicht empfehlen. Und dann haben wir hier das Ornament Akaluxum. Rein dekorativ, kann man sich in den Orbiter stellen oder in die Dormi-Zone. Macht nicht viel, bewegt sich so ein bisschen. Ganz nett. Dann haben wir den Tiburon-Skin Alexis. Geht nur auf die Tiburon und ist ein Bronze-Skin. Das heißt, die Tiburon bekommt halt so einen Bronze-Look. Aber ist halt ein Skin, der nur auf die Tiburon kommt. Und dafür so viele Credits und Dukaten auszugeben, macht wenig Sinn. Dann haben wir die Farbpalette Voidhändler. Für alle Fashion-Frame-Nutzer sollte man mitnehmen. Farbpaletten zu haben ist immer gut. Dann haben wir einmal das Siegel Neues Modia Tiger. Auch hier können wir uns auf die Brust oder auf den Rücken klatschen. In Form eines Tigers. Dann haben wir den Archwing-Skin Exosec. Der ist ja ganz cool. Das ist so ein Primed Archwing-Skin. Kann auf jeden Archwing gemacht werden. Deswegen ist ganz nett. Kann man sich auf jeden Fall mitnehmen. Dann haben wir das Rashantur Kindertafeln. Hat, glaube ich, wieder was mit Nezza zu tun. Genau, mit Nezza. Ist rein dekorativ. Kann man sich irgendwo hinpacken. Ich weiß echt nicht, wo. Ist halt ein rein dekorativer Gegenstand. Dann haben wir das Diadem Scoria. Das ist so ein, ja, so ein kleines Ding auf der Stirn. Kann man hier nicht so gut sehen, weil ich eine Maske auf habe. Aber das ist so ein kleines Stirnornament. Ich hoffe, man kann es gut genug erkennen. Rein dekorativ. Dann, die Godva Prime ist zurück. Die Godva Prime kann man nur über Baro bekommen. Oder man bekommt sie als Twitch-Drop. Aber das ist ja eine heikle Sache, sagen wir es mal so. Die wurde ursprünglich bei der TennoCon 2023, glaube ich, vergeben. Wenn man da eine Zeit lang zugeschaut hat. Und die Godva Prime ist echt nicht schlecht. Gibt es hier auch ein Bildvideo dazu. Sie ist eine interessante Waffe. Besonders wenn man Crit-Schaden mag. Sollte man sich auf jeden Fall holen für die Mastery-Punkte, aber auch als gute Waffe. Und weil sie halt wirklich nicht so häufig vorkommt, sollte man die Godva Prime priorisieren über der Prisma Tetra. Das ist eure Priorisierung Nummer 1, wenn ihr die Waffe noch nicht habt. Dann das Javis Luminositätsgekritzel. Rein dekorativ kann man sich irgendwo an eine Wand klatschen vom Orbiter, von der Dormi-Zone. Dann haben wir Covered-Rüstung, Visa-Tag der Toten. Naberus ist ja auch wieder aktiv, das heißt, wir bekommen in den nächsten Baro-Besuchen auch immer ein paar Halloween-Artikel. Und hier haben wir halt eine Cavet-Rüstung im Stil der Tag der Toten. Also mit so kleinen Schädeln drauf. Dunkelschwert-Skin haben wir auch mit Tag der Toten. Also auch hier wieder kleine Schädel und Verzierungen drauf. Dann ein Red-Skin-Tag der Toten. Kleine Schädel und Verzierungen drauf. Nur auf den Dread anwendbar. Und das natürlich nur auf den Dunkelschwert, aufs Dunkelschwert. Dann haben wir die Glyphe in my belly. Das ist ja ein Halloween Grendel. Kann man als Profilbild nehmen.
Dann wie immer, Sande des Inaros. Falls man Inaros nicht hat, kann man hier den Quest kaufen und den Quest dann spielen, um die Teile von Inaros zu bekommen. Auch wie immer, Emphera Feenfahrt. Diese kleinen Lebensbaumblätter und Glühwürmchen, die um uns herumfliegen, kriegt man, glaube ich, immer noch, auch wenn man die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert. Müsste so sein. Ansonsten kann man den hier kaufen. Und, warum da auch immer das hier unten ist, die Genmaskierung Nexus. Ein Fellmuster und ein paar Farben für die Cavet. Also ein paar, ja, Nidus-Weiß, Mesa-Blau, Ignis-Rot. So ein bisschen lila-weiß. Plus die Maskierung hier, das Muster für die Cavet halt. Ist ganz nett. Aber was kann ich hier auf jeden Fall empfehlen? Priorität Nummer 1, God War Prime. Unbedingt mitnehmen, falls ihr noch nicht habt. Danach die Prisma Tetra für die Mastery-Punkte zusammen mit den Prime Cleverer Schachzug für die Pistole, falls man nicht hat. Ansonsten kann man auch hier den Prime Cleveren Schachzug auf jeden Fall mitnehmen, um ihn später zu verkaufen. Der dürfte jetzt wahrscheinlich so auf 20, 30 Platinum gefallen sein. Aber wenn ihr ein paar Monate, Wochen wartet, eher ein paar Monate, um den dann zu verkaufen, dürfte der so zwischen 50 und 60 Platinum wert sein. Und dann habt ihr da auf jeden Fall ein bisschen Platinum mitgemacht. Anmeldemusik, wenn ihr haben wollt, ist halt neu. Und ja, der Rest ist rein kosmetisch. Farbpalette kann ich auf jeden Fall empfehlen und den Archwing-Skin. Aber der Rest ist ganz euch überlassen, ob ihr das haben wollt oder nicht. Wenn ihr mit Inaros Prime hier reingeht, habt ihr natürlich noch ein weiteres Angebot für die Inaros Prime Spezialmission bei Barukitir. Heißt, ihr kauft hier einen Schlüssel, einen Zugang für diese Mission, die ist im Void. Da müsst ihr Barukitir als Inaros Prime verteidigen und kriegt dort verschiedene kosmetische Gegenstände wie Rüstungssets. Ich glaube, Alexis Latron kriegt man daher und ein paar andere Sachen. Ist ganz nett, muss man allerdings mit Inaros Prime spielen und es ist keine öffentliche Mission. Das heißt, euch werden keine Teammitglieder joinen. Es sei denn, ihr seid bereits mit einem Team zusammen, als ihr die Mission startet. Heißt, wenn ihr bereits ein Teammitglied habt oder mehrere, können die da auch mitspielen, dann könnt ihr die Mission zusammen machen, aber wenn ihr alleine reingeht, kriegt ihr keine weiteren Teammates. Ja, so viel dazu. Wir sehen uns, hören uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.